Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Yandere Simulator. Und ich habe gerade durch Zufall irgendwie einen sehr interessanten Bug gefunden, den ich irgendwie schön finde. Denn, ja, auf die Musik komme ich gleich zu sprechen, denn es ist so, dass wir hier alles so sehen, als würde die Sonne direkt reinscheinen ins Gebäude. Ist leider dann hier wieder nicht so. Ist irgendwie, wenn man hier so in die Ecke geht oder hier vorne ging das auch. Warte. Da. Ohne Scheiß. Wie schön das einfach aussieht. Wie schön das einfach aussieht. Und das kann doch jetzt hier kein Zufall sein. Es kann kein Bug sein. Irgendwie wurde da wahrscheinlich probiert, irgendwie. Ganz kurz. Wir spielen die. Mir fällt die Kontaktlinse gleich raus. So, ist wieder drin. wir spielen die Version vom 15. Oktober. Das hat einen Grund, weil ich möchte eine Sache noch zeigen, die ich beim lieben Cup Scout gesehen habe. Den kennt wahrscheinlich sowieso jeder von euch. Schaue ich gerne mal wieder rein. Immer mal wieder, meine ich. Nachdem ich bei der letzten Aufnahme so viel... Was ist denn heute los? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was los ist in dieser Yandere-Simulator-Aufnahme. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, nachdem ich dich in der letzten Aufnahme verhaspelt habe, was ist los? Wollte ich diese Aufnahme gechillter angehen. Hat gut geklappt. Nee, finde ich wirklich schön. Ich finde das so schön. Aber leider ist es jetzt vorbei. So, eine Sache, die ich so interessant fand, die muss ich einfach zeigen. Ihr könnt euch die Version auf Yandere... Mist, ich habe die Adresse vergessen, aber viel Sexwerbung. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall die Versionen im Internet noch runterladen, auch wenn die aktuellen Versionen draußen sind. Und guck mal, hier haben wir auch das Schwert noch nicht. Wenn ihr euch hier hinstellt, ne? Und einmal so macht. Nein, wenn ihr euch hier hinstellt, vor den Masken und einmal... die Leertaste drückt, passiert das. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wer ist das? Warum fiel sie vom Himmel? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe eigentlich schon eine Ahnung, aber ich möchte euch das unbedingt zeigen. Wenn wir uns die mal richtig angucken, dann sehen wir hier unten, hat sie genau das gleiche Halsband wie Megumi. Und ich glaube auch am Arm. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das auch am Arm... Warte. Das sind auf jeden Fall diese ganzen Kleinigkeiten, die sie hat. Sie ist komplett weiß gekleidet. Sie hat auch eine sehr weiße Haut. Und innen drin ist sie hohl. Okay. Sie hat, und das ist unschwer zu erkennen, das Aussehen der Krankenschwester mit einer anderen Augenfarbe. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Krankenschwester wirklich diesen Hut anhat. Ich gehe gleich mal gucken, weil ich glaube, bei der Krankenschwester ist das vorne, oder? Komm, ich bin doch direkt hier in der Nähe. Gucken wir mal eben. So, hier warst du direkt. Oma? Fräulein? Nee, sie ist tatsächlich auch an der Seite. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, aber sie hat eine andere Augenfarbe. Jetzt gibt es halt noch eine Sache, die sehr interessant ist. Zwei Sachen tatsächlich. Die zeige ich euch mal direkt. Bei diesem wirklich mysteriösen Charakter. So. Wenn ich sie fotografiere, ne? Und ich schicke das jetzt an Infochan. Trying to look up my information? Don't bother. There is nothing that you need to know about me. You're a client, and I'm a provider. That's all we need to know about each other. Was? Hä? War ich da? Oh, ich dachte, ich war nackt. Ja. Das... Und wenn ich mit ihr... Kann ich mit ihr reden? Ich kann nur F machen. F. Geht auch nicht. Da steht Talk und Attack. So, das war Talk. Und das hier ist Attack. Da macht sie nichts, aber ich habe ja auch keine Waffe. Jetzt habe ich allerdings eine Waffe und ich muss sagen, ich sehe verdammt gut aus. Ich mag dieses Charakterdesign wirklich sehr. Kann ich, habe ich meine Waffe hier irgendwo? Warte mal. Habe ich die, da habe ich die Waffe. Ich möchte bitte ein warte mal, ich mache das mal direkt hier. Warte. Könnte ich mal bitte... Das ist doch nicht wahr. So, leg die mal hier hin. So. Machen wir mal den hier. Sieht schon cool aus. Hat was. Also wer Cosplay will, ne? Hier. Ist der Bescheid. So, wenn ich die jetzt hau. So. Wenn ich die jetzt... Wenn ich die jetzt hau. Haue. Wenn ich sie haue.
Scheiße, warte mal. Okay, ich muss mal ganz kurz das Messer holen. Scheiße, wie war das denn nochmal? Ich kann jetzt nicht in sein Video gucken. Ich will es selber rausfinden. Senpai, ich laufe hier mit meinem Messer daher. Guck mal, riech mein Fuß. Ah, schön. Okay. Fräulein, jetzt? Da, guck mal, da ist er doch. Warum machst du es denn nicht? Kannst du die mal bitte irgendwie töten? Sonst muss ich halt zu anderen Mitteln greifen. F! Okay, wenn du meinst. Kann ich die eigentlich, jetzt muss ich natürlich ganz viel ausprobieren, kann ich die eigentlich mit einem Wassereimer irgendwie treffen? Warte mal. Hier! Wupp. Oh, wie schnell das ging, ne? Okay, warte, wie war das nochmal? Nein, das klappt auch nicht. Hm. Muss ich wohl ein Easter Egg hier machen. Ein Easter Egg. Scheiße. Da ich das Easter Egg hier schon bin, kann ich nichts machen. Was zur Hölle? Okay, was passiert, wenn ich da lache? Was passiert da? Kann ich dich jetzt töten? Oh, ich kann... Oh Gott! Nö! Wie cool ist das denn bitte? Ich kann hier drauf krabbeln. Ja! Das finde ich super. Das ist ganz cool. Wir sind jetzt Freundinnen. Wir sind jetzt wirklich Freundinnen. Das ist ja cool. Jetzt habe ich einen Eimer. Hier. Whee! Wie hoch kann ich denn noch? Kann ich dich irgendwie als Leiter mitnehmen? So, reden kann ich immer noch nicht mit ihr. Wo ist mein Messer? So. Vielleicht wenn ich sie hier so missbrauche als Leiter. Nein. Geht immer noch nicht. Verdammt. Okay, warte. Yandere Simulator, ich habe dich wirklich vermisst. Ich habe dich so vermisst. Jetzt ist natürlich die Frage, wie töte ich die? Wie kann ich die töten? Okay, wir vergessen mal ganz kurz dieses Easter Egg. Ich werde sie einfach mal normal mit einem anderen Easter Egg töten. Und dann gucken wir mal, denn es gibt da eine Sache, die möchte ich euch unbedingt... Die könnt ihr wahrscheinlich schon erraten, weil gerade ist es nämlich tatsächlich schon passiert. Auf eine andere Art und Weise. Ich würde sagen... Ich mag es einfach. Es sieht so verdammt cool aus. Und ich mag auch die Musik. Na los, ab in den Drama-Club. Okay, die Steuerung, das kommt alles gerade wieder, ne? Das kommt alles gerade wieder. Und da ist er. Und, huch! Wie? Hallo? Hä? Attack! Attack! Ich muss wahrscheinlich ein Easter Egg nehmen, mit dem ich... Och, komm. Ja, auch das klappt nicht. Das ist ja wunderbar. Okay, keine Sorge. Ich werde sie noch töten. Ich werde sie noch töten. Auf irgendeine Art und Weise in diesem Spiel. Ich meine, zur Ruhe legen. Weil, sie hat nur noch einen Tag zu leben und wollte den Tag nutzen, um zu sterben. Tati, sei ruhig. Sei ruhig, bitte. Du machst es nur noch schlimmer. Okay, Falcon Mode. Das können wir eigentlich machen. Der kleine süße Popo. Ich mag eben Po in diesem Fake-Mode-Sachen. Ich weiß nicht warum. So. Achtung, mit der Musik jetzt. Okay, hat ein bisschen gedauert. Okay. Yandere, punch! Nein, könntest du bitte? Könntest du bitte? Warte. Yandere, punch! Ne! Ernsthaft? Yandere, punch! Ich kann die nicht töten. Ich kann die mit meinen... Okay. Bist du auch immun gegen... Wo ist es? Ebola? Ebola! So, jetzt bin ich mal gespannt.
muss hier einmal durch. Es tut mir leid. Da kann ich nichts für. Ich bin krank. Bitte diskriminiert mich nicht deswegen. Diskriminiert. So. Ah, sind wir gleich da. Ah. Und jetzt, so. Ja, endlich! Oh, Entschuldigung. So, da haben wir das Fräulein jetzt auch endlich mal. Oh, ich sollte mal vielleicht den hier machen. Guck mal, da kann ich sie nämlich auch tragen, oder? Ja. Hä? Nein! What? Ne. Wo ist die? Wo ist die? Sie ist verschwunden. Da hinten vielleicht? Da hinten? Was ist das da hinten? Nein, da ist sie nicht. Sie liegt... Nee, warte mal, was sind die anderen Toten? Scheiße, wo ist sie? Oh nein, was ist passiert? Kannst du mir helfen? Oh, es tut mir aber leid. Gut. Fräulein ist tatsächlich verschwunden. Da hinten haben wir nur das Blut. Aber okay. Wie mache ich das nochmal? Beenden den Tag. Es ist sehr laut. Aber es ist gleich vorbei. Machen den hier und gehen mal nach Hause. Denn die Polizei kommt an der Schule an hier. Und ja, das war ich nicht. Da hier. Budo, was. Und da sehen wir's. Infochan. Die Dame war Infochan tatsächlich. Und als ich das gesehen hatte, dachte ich so, wie kann das denn zustande kommen? Das ist doch super interessant. Und jetzt muss ich unbedingt... Ja. Ja. Budo hat es leider auch erwischt. So. Ah, ne, warte mal. Weg hier. So, schlafen. Jetzt muss ich doch nochmal zur Schule gehen und gucken, ob Infochan noch da ist. Sie ist sicherlich noch da, aber ich muss trotzdem irgendwie abchecken. Tut mir leid. Dazu muss ich in die Schule. Halte schon mal meine Knöpfe hier fest, denn... Ja. Wenn ich die 8 drücke, komme ich in den Computer rum und da sollte auch Infochan dann sein. Und mit Infochan habe ich gleich noch was vor. Aber in einem anderen Bild. Da waren meine Pampers. Gut. War das nicht hier? Das war nicht hier. Das war doch hier. Hier ist doch das Dach. Irgendwo hier ist doch die Kamera. Boah. Guten Tag. Boah, wie krass neblig das hier gerade ist. War das immer so heftig? Sag mal. Ist das jetzt hier oder was? Ja, das ist wirklich hier. Und... Tada, sie ist noch am Leben. Okay, Infochan ist noch am Leben. Warte, ich bin noch nicht fertig. Wenn ich jetzt hier hingehe, wenn ich diesen großen Umweg hier laufe, und so langsam kommt die Erinnerung auch wieder, wo welche Räume sind. Das ist aber schön. Da freue ich mich. Es ist doch nicht ganz weg. Und dann nochmal den Knopf hier drück. Kommt sie nochmal und hat, ja, ein Problem. Ich glaube, sie hat Angst, aber es sieht wirklich sehr, sehr seltsam aus. Reden kann ich mit dir immer noch nicht? Nein. Gut, und wenn ich jetzt aber nochmal nach oben gehe und wahrscheinlich wieder den völlig falschen Weg hier einschlage. Hier? Okay, warte. Hier? Ja. Ist Infochan dann immer noch hier? Kacke. Okay, ja, das wollte ich euch nur in diesem Bild zeigen. Es ist wirklich sehr grau hier, es gefällt mir gar nicht. Deswegen sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt tatsächlich jemanden töten können, wieder mit Ebola-Mode. Und werde jetzt einmal... Oh Gott, ich vergesse das immer. Es ist alles noch... ja, daran hätte ich wahrscheinlich denken müssen. Was soll's? Wir haben Schule aus, es geht nach Haus. Ich hoffe, Oka lebt noch, aber ich glaube nicht. Es wurden Leichen gefunden. Die Leiche von Aoi, Ryugoku und Oka Ruto wurden gefunden. So, jetzt sind die aber wirklich tot. Die gibt es jetzt nicht mehr. Uns geht's gut. Scheiße. Und da habe ich es jetzt so schnell weggeklickt, aber es gibt jetzt eine Änderung. Und ich bin selber eigentlich gespannt. Wir kennen es schon aus einem anderen Modus, aber 0%. Wow.
Das hier wird das Spiel jetzt erheblich erschweren. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ist auch neu hier, oder? Auch der Rechner ist doch neu. Krass. Wir gehen in die Schule. Ja. Der Student Counselor hat etwas. Nee, war das der Student Counselor? Hat auf jeden Fall. Megumi hat etwas angeordnet. Denn die ist wütend. Da haben wir einen ihrer fleißigen Bienchen. Ich weiß nicht, ob die alle Freunde sind, ihrer fleißigen Bienchen getötet. Man sieht ja, die Stimmung ist nicht so gut in der Schule. Alle sind einfach nur traurig. Sie nicht, aber sonst sind alle traurig. Und es sind Kameras in der Schule. Neben den Kameras gibt es jetzt aber auch die Metalldetektoren. Und das Allerschlimmste ist halt immer noch, dass die Aufpasser jetzt wirklich so langsam ein Auge auf uns geworfen haben. Die passen jetzt einfach noch mehr auf. Die wissen, ja, eigentlich könnte man sagen, die wissen quasi immer noch nicht, dass wir es sind. Es ist, ihr müsst das Video vom Janrel-Dev gucken. Aber die sind natürlich jetzt, die verdächtigen jeden. Und ich glaube, uns ganz besonders. Ich glaube schon, dass dieser so kleine Hinweise vielleicht gesprüht hat. Gesprüht, gestreut. Japan, alles klar. Hier war nichts. Und ich will mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich jetzt einen auf dem Flur begegne. Ich mache nichts, liebe Kamera. Okay, was passiert, wenn ich hier lache? So, ja, Ich habe einfach nur gelacht. Okay, wo bist du denn? Ach, da. Oh, die ist ja süß. Hallo. Kann ich mit ihr reden? Hallo? Hallo? Reden? Kann ich mit dir reden? Ah, warte. Ach so, ja. Warte. Warte, dreh dich um. Guten Tag. Tschüss. Na, die ist ja süß. Ich nehme das mal kurz. Oh. Nee, das ist gar kein Messer gewesen. Du bist ja doof. Du hast echt Hallos. Oh. Ich hab nicht mal die Chance gehabt. Naja. Was soll's. Das passiert also, wenn wir eine von denen töten. Wir können also weiterspielen. Die werden auch meines Wissens nach nicht ersetzt. Ersetzt werden tatsächlich die Krankenschwester, alle Lehrer. Und ich glaube, das war's. Und ich finde es immer noch krass, dass wir diese beiden Schüler in der Bibliothek überhaupt gar nicht töten konnten. Ich starte nochmal alles komplett neu. Und ansonsten würde ich sagen, die restlichen Minuten, die ich jetzt noch aufnehme, ich weiß nicht, wie viel ich schon aufgenommen habe. Wie gesagt, ich warte natürlich auf die interessanten Folgen werden vielleicht eher die, in dem ihr mir quasi Aufgaben gibt. Und ich kann immer, ich kann nicht versprechen, wann ich andere Simulator aufnehme. Ich kann es wirklich nicht versprechen, weil tatsächlich, kann auch sein, dass es zu dem Zeitpunkt schon draußen ist, wartet noch ein größeres Spiel auf mich, das ich spielen wollte. Größer? Größer ist, glaube ich, vom Aufwand her wird es ein bisschen mehr als sonst immer. Ich finde, das Aufwendigste ist sowieso immer andere Simulator, die Fragen folgen. Weil ich ja irgendwann auf die tolle Idee kam, so eine Grafik zu basteln und so einen Effekt und so und immer alles wieder von vorne machen muss. Das habe ich immer gehasst. Ich hätte lieber die Kommentare screenshotten sollen. Das wäre, glaube ich, cooler gewesen. Naja, auf jeden Fall weiß ich dann nicht genau, wann ich die Zeit habe, noch aufzunehmen, weil ich möchte auch noch streamen und irgendwie passt das alles nicht zusammen. So. Und jetzt würde ich einmal kurz nach draußen gehen. Wo ist eigentlich Senpai? Ach da, ja, der sieht natürlich aus wie immer. Was für ein Langweiler. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das hier neu ist oder nicht. Denn ich habe viele Sachen ja immer noch nicht gesehen. Viele Neuerungen. Die Delinquents, ne? Was ist eigentlich mit denen? Geht's denen gut? Sehen die anders aus? Wahrscheinlich nicht. Warte. Ach komm, weißt du was? Wir machen es einfach jedes Mal. Mal gucken, ob sich bei der Turnhalle irgendwas verändert hat. Lalala. Turnhalle? Turnhalle? Ah. Und bin ich hier wieder unsichtbar? Bin ich hier... Okay. Diejenigen von euch, die, diejenigen von euch, die das nicht kennen, die das gerade auch zum ersten Mal sehen. In der Turnhalle war es regulär immer so, dass die Turnhalle einfach nur ein Objekt ist, das gar keine Funktion hatte. Wird sie sicherlich immer noch nicht. Und immer wenn du hier reingegangen bist, hattest du für kurze Zeit Glatze. Dann bist du verschwunden. Und alles war einfach nur super buggy. Tatsächlich funktioniert die jetzt... Der geht aber immer noch nicht. Guck mal, wir können... Was? Wow, was? Wie? Ne? Echt? Scheiße, ich kann da nicht hoch. Das ist neu. Das ist wirklich neu. Nein, ich kann da leider nicht hoch. Kann ich hier fliegen?
Ich bin gerade ganz baff. Wir können es zwar noch nicht nutzen, aber das hier ist definitiv für mich auf jeden Fall für Paaren, die lange Zeit nicht gespielt haben, ist es wirklich neu. Das finde ich gut. Das heißt, Megumi, jetzt reicht es mir aber. Ich kann nicht nachgucken, scheiße. Die stand ja im Video, in diesem Vorstellungsvideo stand sie ja hier auf der Bühne. Wird bestimmt irgendwann mal, schätze ich, eine Rede halten vor allen Schülern. Dann können wir hier hingehen. Hier so. Können hier rauf, guck mal, das geht dann whoop, hier hoch und können bestimmt irgendetwas runterwerfen, sodass sie einfach zermatscht wird. Heimlich. Und keiner wird uns von hier aus sehen. Von hier aus. Scheiße, die Leute werden uns doch alle sehen. Aber okay. Hier geht's wieder raus, ne? Ich muss sagen, eine Special-Folge, die ich tatsächlich irgendwann mal machen wollen würde. Und da frage ich aber vorher, ob ihr daran Interesse habt, weil wir spielen Yandere Simulator schon über sehr, sehr, sehr viele Folgen, über sehr lange Zeit. Und ich bin relativ früh eingestiegen tatsächlich, aber ich habe nie die allerersten Builds gespielt. Nie. Ich weiß also nicht, wie die Schule ganz, ganz, ganz am Anfang aussah. Und es wäre, und ich hasse dieses Wort wirklich vom ganzen Herzen, aber hier muss ich es leider anwenden, es wäre fast wie ein React-Video zu der ersten Version. Und das hatte ich mal überlegt, mache ich irgendwann ein Special-Video. Nicht, ich reagiere auf... Oh Gott, ich finde das immer so furchtbar, wenn ich das lese. Obwohl ich mir React-Dinger von der Roten Hochzeit angeguckt habe. Oder Final Fantasy 7. Wir reden nicht drüber. Ja, vom Trailer. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich gucke da einfach mal rein und werde auch die Version starten, werde direkt aufnehmen, sodass ihr wirklich... dass ich wirklich völlig blind in dem Spiel drin bin und werde sicherlich einfach nur denken, ich bin jetzt hier einmal rumgelaufen, was gibt's hier zu tun? Man kann doch hier gar nichts machen. Weißt du, das wäre schon ganz cool. Oder, es gibt nur eine Tötungsanimation. Wie langweilig. Da hätte ich schon Bock drauf. Nein, ich möchte jetzt gar... Oh, guck mal, die Unterhose, wie die da unten einfach liegt. Die einfach die Unterhose. Lag die schon immer da? Ein wichtiges Detail. Hier... Handtücher? Okay, alles klar. Hier. Ich wollte in Japan... Machen wir jetzt eine kleine Storytime. Ich wollte in Japan, dachte ich, ach komm, gib den Ruck. Es ist eine Lebenserfahrung. Nicht in ein öffentliches Badehaus, ne? Das hat Melissa tatsächlich gemacht. Sondern in ein Onsen zu gehen, ne? Es gibt ja dann so die abgetrennten Frauen und Männer und so. Und in diesem Onsen ist es so, das sind diese heißen Quellen, die ihr dann wahrscheinlich aus den Animes auch kennt. Du musst dich vorher, du gehst ja nicht rein, um zu baden. Du gehst da rein, um dich zu entspannen. Deswegen musst du hier vorher breitbeinig, weil ich doch ein bisschen größer bin, sitzen und dich komplett nackt. Du bist komplett nackt, auch hier schon. Erstmal sauber machen, ne? Regulär kann man das, glaube ich, auch mit den Füßen anmachen. Ich habe mir ganz viele Videos angeguckt. Und dann wäschst du dich hier, kippst das immer so mit, kippst das Wasser so bei dir rüber, guckst, dass du deine Nachbarn hier nicht mit nass machst. Seifst dich ordentlich ein, machst die Haare, steckst du dir fest, damit da keine Haare ins Wasser kommen später, weil da sind ja auch noch andere drin. Und dann, ja, gehst du da rein, entspannst dich mit anderen nackten Menschen. Das ist ja an sich kein Problem. Denkt es der eine oder andere. Es kommt immer darauf an, wie man aufgewachsen ist. Tatsächlich bin ich eher, ich will nicht sagen prüde aufgewachsen, aber nicht so offen, so super offen, was Nacktheit vor anderen Menschen angeht. Ne? Ich bin einfach mal ganz ehrlich. Ne? Es ist einfach so und ich schließe das hier. Trotzdem hätte ich das gerne ausprobiert, aber wir wurden in Japan das ein oder andere Mal erkannt, was uns schon sehr gewundert hat tatsächlich, gefreut. Einerseits, weil ich immer zu schüchtern bin, ich kann da nicht mit den Leuten reden. Manchmal ja, manchmal geht es dann wieder nicht. Ich wollte in ein Onsen und dann haben wir uns so gedacht, wir waren in so einem touristischen Onsen eher. Und da waren auch viele, da waren auch Deutsche und da waren auch Amerikaner und Chinesen waren da ganz viele. Und dann haben wir uns gedacht, oder ich habe gesagt, stell dir mal vor, du sitzt da drin, ne? Nackt, einfach nackt. Der Dödel da rumschwimmt und so. Und bei mir, mein Fett, nein, keine Ahnung, wieder einfach alles rumschwimmt. Und dann setzt sich jemand neben dich, nackt, und sagt, Entschuldigung,
sind sie nicht Gronkh? Und weißt du, und allein diese Vorstellung, wo ich mir dachte, oh Gott, was ist, wenn das passiert? Und ihr denkt, nee, ich weiß, dass ganz viele sagen, oh, da ist doch nichts dabei. Aber nein, für mich wäre da was dabei. Es wäre mir sehr, sehr, sehr unangenehm, weil du kannst in dem Moment auch nicht wegrennen, weil du rennst auf, weg, nackt so. Das geht irgendwie auch nicht. Und mir ist das einfach komplett, wem wäre das wirklich komplett unangenehm? Deswegen habe ich mich nicht getraut. Und ich hätte es, Hand aufs Herz, ich glaube, ich hätte es trotzdem nicht gemacht, das zu tun. Der Wille war wirklich da vom Urlaub, habe ich gedacht, ich zwinge mich dazu. Ich möchte unbedingt diese Erfahrung machen, aber ja. Allein schon das Umziehen. Allein schon das Umziehen. Ich spiele gleich andere Simulator weiter. In der Umkleidekabine wurde dann, wir waren im Odaiba Onsen. Und da ziehst du dich halt, bist auf Unterwäsche aus und dann ziehst du dir so ein Yukata an, ne? Und das war voll, der ganze Aufenthalt war einfach nur voll toll und ich kann es nur jedem empfehlen, der, ja, Kokona, dir zum Beispiel auch, deine Brüste werden in Unterwäsche bestimmt gerne gesehen, der vielleicht mal irgendwann in Tokio ist. Und das Odaiba bei uns, wie gesagt, ist eher so ein bisschen touristisch gehalten und du läufst halt mit diesem Yukata rum, aber selbst in dieser Umkleidekabine zwischen den wirklich sehr schön schlanken und ja, ich weiß, ich bin nicht übermäßig dick, aber ich habe doch schon ein paar Pfunde mehr als japanische Frauen und glaub mir, das fällt auf und das Krasse ist halt, die juckt das nicht, keiner hat mich mit einer Arsch angeguckt, ich glaube, ich hätte da nackt irgendwie mich mit Senf einreiben können, keiner hätte das irgendwie gestört. Okay, warte mal, das ist ein doofes Beispiel. Ich glaube schon, dass sie sich gefragt hätten, was ist denn da los? Habe ich eine Waffe? Ich möchte irgendwie die Krankenschwester hier töten. Und ja, das sind so ein paar Sachen, die sollte ich irgendwann mal im Stream erzählen, weil ich tatsächlich viel natürlich erlebt habe im Urlaub, den ich gerne mit euch teilen will. Habe ich teilweise in den Instagram-Stories gemacht. Könnt ihr auch jetzt auf Instagram sehen. Ich habe die nämlich gespeichert, die Stories da irgendwie auf dem Profil sieht man die. Und ich gehe jetzt hier hin und halte ein Messer. What can I help you with? Ja, ich habe ein Messer. Schön. Don't misbehave. Ja, dann ist das jetzt eher so eine... Erzähl mal. Ach, sie... Nee, warte mal. Hier war auch noch was? Okay, dann hatte ich den aber nie... Ich hatte den nie richtig voll, ne? Ich will jetzt auch nicht alles absuchen. Hä? Hä? You're not one of... You're not one of my... Ach so, ich dachte schon so, hä? What? Ich hab ein Messer. Hallo. You're not one of my students. Excellent. So, habe ich jetzt gemacht. Könnt ihr mal gucken. Warte. Just what do you think you're doing? Ich möchte kurz festhalten, dass diese Frau, ich glaube, ich habe meine Stats einfach nicht hoch genug, dass diese Frau gerade im Schrank stand. Ich mag es, mit Easter Eggs zu töten. Da muss ich nicht viel machen, weil ganz im Ernst mit diesen Buchstaben, die dann so schnell erscheinen, ne? Guck mal, warte. So, kann ich irgendwie nicht mit umgehen. Keine Ahnung, ich bin da nicht wirklich gut drin. Ich muss noch mal zur Nurse, denn die Nurse wird auch ersetzt. Die ganzen Lehrer werden ersetzt. Das finde ich schon ganz cool eigentlich. So. Ich würde mal sagen, den hier. Hallo. Guten Tag. Na, wie geht's? Nurse? Kann ich eigentlich auch Senpai essen? Ich komme nicht nah genug dran, ne? Ich gehe mal gucken. Ach ja, genau. Wir werden irgendwann schneller. Oh, oh. Werden. Leute. I have to tell a teacher. Nein, hast du nicht. Du hast nichts zu tellen. Oh, 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 oh. Dead. Lead me to them. Hör dir mal vom Gericht. Nächste. Ja, guck mal, alle hier zu. Hab ich einfach so gegessen. Guck mal, kein Juck. Oh, oh. Scheiße. Hey, eat. 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 Okay. Okay, warte, warte. Nein, nein, du. Hey, könntest du bitte... Schönes Bild eigentlich, ne? Whee! Da oben ging gerade... Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich möchte mal hier kurz was probieren. Backen wir uns jetzt hier fest? Backst du dich fest? Kann ich dich ziehen? Bist du Kaugummi? Nein, leider kein Kaugummi.
Ich hatte nämlich gedacht, wenn ich die Leute irgendwie irgendwo festbagge, kann ich die vielleicht ziehen, so in die Wand bagge. Finde ich super. Ist es schon soweit? Ja, wir sind schneller, guck mal. Das finde ich auch voll cool. Pan, das Final Fantasy 7 Remake ist raus. Wo? Ah, schön. Mhm. Warte, in den Brunnen rein. In den Brunnen rein. Ja, hat nicht richtig geklappt. Schade. Habt ihr gesehen? Hab ich gut gemacht? Du auch? Wer will denn noch? Ja? Wer will? Keiner? Hey! Wegrennen ist nicht. Mann! Okay, die Männer wollen bestimmt. Hier, der hier. Hier, Force Senpai. Warte. Warte. Einen Moment. Ja. Senpai, hast du gesehen? Ist gut. Ich kann essen. Kauf mir Essen, Senpai. Was macht er? Senpai! Mist. Ne, Senpai kann ich wirklich... Oder? Kann ich Senpai nicht essen? Warte. Senpai! Scheiße! Nee. Den krieg ich noch. Ah, Mist, den krieg ich nicht mehr. Schade. Kann ich auch die Lehrerin essen? Guten Tag. Ja, ich kann auch die Lehrerin essen. Das ist ja schön. Wo ist sie? Wo ist sie? Hä? Warte mal ganz kurz, wo ist sie hin? Die ist ja wirklich, die ist ganz weg. Ich muss noch kurz nach oben. Das bringt mir total viel. Ich sehe alles. Aber vielleicht sehe ich ja wirklich ein bisschen mehr. Da sind meine Fußspuren. Nö. Ich sehe nichts. Oka, tut mir leid, aber ich habe dich zum... Ich muss das... So kann ich das machen. Ich habe Oka nämlich zum Fressen lernen. Für immer, Oka. Du und ich für immer. Okay, ich muss Oka irgendwie... Ich muss irgendwas machen. Ich habe eine Idee. Die Lehrerin ist einfach nicht auffindbar. Sie ist einfach weg. Ich muss sagen, das finde ich total lustig. Ich muss lachen. Wo sind eigentlich die Delinquents? Guten Tag. Hallo. Was? Bett? I'm not going down, Daddy. Oh, oh! All talk, oh, das no ist action, huh? Ich wollte mit Oka zum Baum und wollte ihr meine Liebe gestehen. Und ich nehme schon wieder ganz lange auf. Ich glaube, ich sollte gleich mal langsam aufhören. Und wie gesagt, falls ihr Aufgaben habt, gerne in die Kommentare. Aber es dauert noch ein bisschen, bis ich dazu komme. Lass mich raten, morgen kommt die nächste Folge. Nein, aber es dauert noch ein kleines bisschen. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Ich habe immer noch... Kann ich das... Im Ordner Music unter Streaming Assets und Music ist ein Ordner mit OGG-Dateien und in diesem Ordner ist auch eine Textfile und da drin steht, wie ihr Musik ins Spiel bekommt. Eigentlich wirklich super einfach und ich finde immer noch, dass das Musik auch gut zu Yandere Simulator passt. Das Lied. Wisst ihr noch, als wir fliegen konnten? Das geht ja leider nicht mehr. Nein, es geht nicht mehr. Mann, das war so cool. Naja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und die nächsten Yandere Simulator-Folgen werden dann wieder die Frage-Antwort-Folgen. Es sei denn, es kommt ein wichtiges Update dazwischen oder vielleicht sogar Osana. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.